Du meinst, das Leben ist gefährlich. Also pass auf, was du so machst. Aber Bruder, sei mal ehrlich. Pass ich nur auf, hab ich keinen Spaß. Yo, was hat denn meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Bin jetzt gerade in Düsseldorf, wie man vielleicht erkennen kann, auf dem Weg zum 6 PM Power. Basically alle, die ich kenne, chillen da schon. Nikita hat da natürlich gecampt, 48 Stunden lang. Der Junge ist wirklich geisteskrank. Wie man hört, bin ich immer noch krank, das ist ein bisschen scheiße, das fuckt mich ein bisschen ab. Content muss natürlich trotzdem gemacht werden und dann sehen wir uns gleich. Was geht, Leute? Ich bin Jamie. Wir sind hier beim 6 PM Pop-Up in Düsseldorf und wir checken heute mal ein paar Outfits von den Leuten aus. Mal gucken, was sie so alles dabei haben. Wir haben ja genug Zeit. Die haben hoffentlich auch genug Zeit und so mitgebracht. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, was sie alle so haben. But at the after party, you and all your friends. And I love the Gennari. Okay. Digga, einfach fucking Subway for free. Heute, Elisa hat ganz kurz Rolandos Kanal übergenommen. Wie ihr seht, geht diese ganze Line bis ganz nach da vorne. Elisa, sag mal hallo. Hallo. Rolando, wenn das nicht in deinem Video schneidest, dann bekommst du einen Knack von mir. Schau dich dann. Das Ding ist, die, der steht so in meinem Zimmer, die steht so hochkant in meinem Zimmer, deswegen, wenn wir Ashraf. Soll ich so schreiben? Ja, kann, will, ja, aber mach so dicke Buchstaben, also dass man die auch, mach, ja, mach so wie du willst. Also mach 6 PM. Welcher war heute nochmal 20. ne? Ja, ich kann ja, in die Ecke schreiben. Ja, mach erstmal hier 6 PM und dann gucken wir weiter. Ja, was geht, Freunde? Ich schneide gerade das Video. Und leider ist mir aufgefallen, dass die Linse, warum auch immer, während des Aufnehmens extrem dreckig war. Ich weiß noch nicht, wie die anderen Aufnahmen aussehen. Ich hoffe, dass ich es irgendwann währenddessen gecheckt habe und sauber gemacht habe oder so. Ich hoffe aber trotzdem, euch gefällt der Vlog. Aber nicht wundern, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich habe es leider beim Aufnehmen nicht gecheckt. Keine Ahnung warum. I'm sorry. Aber viel Spaß mit dem Video. Yeah, 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 hey, yeah. Laufe im Tracky ins 5-Sterne-Hotel, hau meine Bitch weg in der Prezi-Suite. Yeah. Smoke und no Gas, nein, ich brauch keine Pillis, denn die Scheiße, die macht dich depressiv. Meine Bitch ruft an der Rezeption an und fragt ab. Willst du Vlogs noch? Nein, Bruder. Nimm Nikita da rein, Alter. Gefragt, ob es hier WLAN gibt. Sie ist eine Selfie, bei ihr macht jedes Wochenende der Geld Zellapi. Zellapi. Sie will kein Alkohol, kein Ketamin. Bei mir ist der Drug, der ist nicht mega. Was geht, 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 was geht. Yeah. Ey, ich hab doch gesagt, ey, Paul, ich hab Plätze gewonnen, ich hab gesagt, wir sollen. Tief der Bulle weiß, ich smoke jeden Tag Weed. Sie will einen ewigen Krieg, ich pop ihre Besties, das ist ein fairer Deal. Seit Manchester Rock, die Bottega in Green, meine Bitch weiß, dass sie ein Playboy lebt. Sie weiß. Lauf in den Tracky ins 5-Sterne-Hotel, hau meine Bitch weg in der Präsi. Oder ich hab diese Bälle aus dem Automaten. Aber keine Socken, Bro, keine Socken. Keine Socken. Egal. Und? Los Hülle! Los Hülle! Boah, Orlando. Hart! Alter, die Unterschrift! Yo. Wait! Yo! Das ist heavy! Ich musste für Motorola Videos aufnehmen, ich musste Fotos machen, ich musste alles machen. Was soll ich vloggen? Also, das ist es. Ich bin hier beim Videografen, Rolando. Woke up to niggas talking like me, talk. Woke up to niggas sounding like me, talk. I woke up to niggas sounding like me. Leute. Komm doch hinterher. Ich schreib dir doch nicht hinterher, bist du krank im Kopf? Leute.
Und jetzt ja, weiter. Ja, jetzt hier, hallo. Junge, du verkackst den Handshake immer. Setzt er sich bitte auf die Motorhaube. Ja, okay, war kacke. Wer ist der Noel? Ja, oder? Ja, Noel, was geht? Kleines Grußvideo hier von mir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin gerade mit. Paul. Ich bin gerade mit Paul. Warum spreche ich eigentlich hier rein? Wir haben mit dem Bruder Nikita am Start. Er hat sich einfach 6pm in die Haare gefärbt. Sehr, sehr krass. Und was hast du dafür bekommen? Ich habe dafür 2 Trackies bekommen, einmal Ping. Aber du hast auch gecampt, ne? Ja, ich war... Wie lange hast du gewartet? Donnerstag, 11 Uhr bin ich hier. Warst du die ganze Zeit hier übernachtet und so auch? Ja, zuerst waren wir vor dem Store und danach wurden wir weggeschickt gegen den Bürgermeister. Dann sind wir da hinten auf die Wiese gegangen. Hofgarten. Habt ihr dann auf dem Hofgarten gepennt? Ja. Und wo warst du? Hast du ein Zelt irgendwas gehabt? Ich habe Schlafsack abgezogen von einem Typen, aber ich habe ihn zurückgegeben und so eine Matte. Und dann habe ich mich einfach draufgelegt. Komm, appreciate it. Jo. Sehr wild. Ich habe praktiziert und man muss sagen, ja. Das ist ein Fenster. Welches? Also was noch? Das da mit dem Glas, das ist ja. Oh, tatsächlich. Er läuft einfach weg, Digga. Wie lange waren die Arme, Alter? Ja, es ist ja respektlos. Einfach den ganzen Tag gechillt, um nicht reinzukommen. Cool. Naja, wir haben jetzt hier die ganze Zeit gechillt. Also ich bin ja im Endeffekt jetzt seit 9 Uhr hier. Ich wollte einfach nur Aufnahmen vom Laden haben. Ich wollte nicht mal was kaufen. Ich wollte gar nichts mit Ashraf, irgendwie kein Interview, nichts so. Ging aber nicht. Die meinten die ganze Zeit, ja, müssen warten, dies, das. So. Ich meine, es waren ja auch viele Leute da. Es ist verständlich, so extrem viel los so. Aber I don't know, ich wollte wirklich nur kurz rein Aufnahmen machen, dass man das nicht einfach zulässt. So, jetzt im Endeffekt Jan, ich, Yoshi, alle, die Aufnahmen machen wollten, kommen jetzt nicht rein. Wir haben jetzt 18 Uhr. Eigentlich wollten die schon zumachen, die machen jetzt noch ein bisschen länger, weil noch ein paar Leute da sind. Und dann ist das Ganze auch schon durch. Keine Ahnung. Irgendwie unnötig. So, ich verstehe es schon so, weil wir jetzt 18 Uhr haben und eigentlich ist jetzt Ende. Wir brauchen noch lange aufzuräumen. So, ist auch nicht so schlimm an sich. Aber so, Bro, einfach kurz reinlassen, aufnehmen, so, das wäre schon nicht so schlimm gewesen. Naja, egal, wir hören uns gleich nochmal. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden wir was essen wollen, ne? Ich bin tot. Ich bin so tot, ehrlich. Wer ist du? Mama. Wir sind My Little Ponies, Leute. Ich bin Rainbow Dash, weil ich bin hellblau. Er kann entweder Twilight Sparkle oder Rarity sein, weil blau ist relativ nah an lila. Jo, was geht? Ich stehe jetzt gerade am Hauptbahnhof um 23.30 Uhr. Ein guter Tag gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht. Schade, wie gesagt, dass wir nicht reingekommen sind. Aber wie gesagt, ist an sich verständlich, nur blöd, dass man uns halt warten lassen hat. Ich glaube, ich werde das Video jetzt beenden. Beziehungsweise ich denke mal, das ist der perfekte Zeitpunkt, um das Video auch zu beenden. Dafür hat Nikita ein wundervolles Outro aufgenommen. Ich glaube, da können wir jetzt tatsächlich rein. Deswegen, das war's von mir und aus der Reihe. Ich muss sagen, so Leute, das war's mit dem Vlog. Ja, ne? So, das war's mit dem Vlog. Leider ist es ein Fail geworden, weil wir nicht in den Laden rein konnten. Also beziehungsweise Rolando konnte keine Aufnahmen vom Laden machen. Sonst war es ganz entspannt, haben sehr viele Freundschaften geknüpft. Zumindest ich weiß nicht, Rolando auch bestimmt. Und ja, tschüss.